Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Ich darf Sie alle ganz herzlich begrüßen zur Vorabendmesse heute zum 9. Sonntag im Jahreskreis. Ich begrüße Sie heute Abend hier in der Kirche, ich begrüße aber auch alle, die uns übers Fernsehen, EWTN, über Radio Horeb und übers Internet zugeschaltet sind. Besonders Halleluja, Halleluja, Halleluja. Dein Wort, o Herr, ist Wahrheit. Heilige uns in der Wahrheit. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. An einem Sabbat ging Jesus durch die Kornfelder und unterwegs rissen seine Jünger Ähren ab. Da sagten die Pharisäer zu ihm: Sieh dir das an, was sie tun. Das ist doch am Sabbat verboten. Er antwortete: Habt ihr nie gelesen, was David getan hat, als er und seine Begleiter hungrig waren und nichts zu essen hatten? Wie er zur Zeit des hohen Priesters Abiathar in das Haus Gottes ging und die heiligen Brote aß, die außer den Priestern niemand essen darf, und auch seinen Begleitern davon gab? Und Jesus fügte hinzu: Der Sabbat ist für den Menschen da, nicht der Mensch für den Sabbat. Deshalb ist der Menschensohn Herr auch über den Sabbat. Als er ein andermal in eine Synagoge ging, saß dort ein Mann, dessen Hand verdorrt war. Und sie gaben Acht, ob Jesus ihn am Sabbat heilen werde. Sie suchten nämlich einen Grund zur Anklage gegen ihn. Da sagte er zu dem Mann mit der verdorrten Hand: Steh auf und stell dich in die Mitte. Und zu den anderen sagte er: Was ist am Sabbat erlaubt? Gutes zu tun oder Böses? Ein Leben zu retten oder es zu vernichten? Sie aber schwiegen. Und er sah sie der Reihe nach an, voll Zorn und Trauer über ihr verstocktes Herz. Und er sagte zu dem Mann: Streck deine Hand aus. Er streckte sie aus, und seine Hand war wieder gesund. Da gingen die Pharisäer hinaus und fassten zusammen mit den Anhängern des Herodes den Beschluss, Jesus umzubringen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, Jesus ist in der Synagoge. Und dann heißt es hier, er sah sie der Reihe nach an, die Synagogenbesucher, voll Zorn und Trauer über ihr verstocktes Herz.
Eine unglaubliche Aussage. Ist das der gleiche Jesus, der von sich selbst gesagt hat, ich bin sanftmütig und demütig von Herzen? Und jetzt, er sah sie voll Zorn und Trauer an über ihr verstocktes Herz. Das einzige Mal im Neuen Testament, wo von Jesus gesagt wird, dass er zornig ist. Was war da passiert? Es ging um die Frage der Sabbatheiligung, um das Sabbatgebot. Sehen Sie, Gott hatte den Menschen die 10 Gebote gegeben und da stand drin in den 10 Geboten, gedenke, dass du den Sabbat, den Tag des Herrn, heilig hältst. Wenn man das mal genau nimmt, dann ist das gar kein Gebot, sondern es ist eigentlich ein Angebot Gottes. Man muss das mal so aufzäumen. Gott hat jedem Menschen einen arbeitsfreien Tag in der Woche garantiert in den 10 Geboten. Und zwar nicht nur der Oberschicht. Die Bosse da oben, die konnten arbeitsfrei machen, wenn sie wollten. Aber dieses Gebot der Sabbatruhe, das galt für alle, für die Knechte, für die Mägde, sogar fürs Vieh und sogar für die Gastarbeiter, für die Fremden im Land. Ein arbeitsfreier Tag wurde offiziell garantiert. Das steht in den 10 Geboten drin. Das war das große Angebot der Freiheit, die Gott dem Menschen schenkt. Und Gott hat ausdrücklich noch dabei gesagt, denkt daran, Volk Israel, ihr seid auch einmal Sklaven gewesen in Ägypten. Ihr wisst, wie das ist, wenn man durcharbeiten muss, 7 Tage in der Woche und ständig den Stock des Treibers hinter sich. Und jetzt wird ein arbeitsfreier Tag offiziell garantiert. Glauben Sie mir, wenn es damals Gewerkschaften gegeben hätte, die hätten sich die Finger danach geleckt, so eine Sozialordnung zu haben. Das gab es im ganzen Orient nicht. Das ist das große Angebot der Freiheit Gottes. Aber was haben die Juden im Laufe der Jahre und Jahrhunderte zur Zeit Jesu daraus gemacht? Da haben sie das so verfeinert und haben nur immer rausgearbeitet, was man am Sabbat alles nicht durfte. Pingelige Kleinigkeiten. Da war genau vorgeschrieben, wie viele Schritte man am Sabbat gehen durfte. Also wenn ich von Keiler zur Kirche gegangen wäre, hätte ich Sabbatgebot schon gebrochen. Da steht auch genau drin, dass Erntearbeit verboten war. Gut, okay. Aber die Juden haben daraus gemacht, wenn du mal durch die Felder gehst und eine Ähre abzupfst, tut man ja schon mal, wenn man durch die Felder geht. Das ist Erntearbeit, das ist am Sabbat verboten. Und wenn ein Arzt einen Kranken geheilt hat, außer in Lebensgefahr, durfte der den am Sabbat nicht heilen. So haben die Juden daraus im Letzten einen Knüppel gemacht, mit dem sie die Leute fast erschlagen haben. Sie haben dieses Angebot der Freiheit Gottes gemacht und haben das den Menschen praktisch um die Ohren gehauen. Und jetzt sitzt Jesus an einem Sabbat in der Synagoge. Und dann muss man eins wissen, in der Synagoge gab es in der Mitte der Synagoge, das war ein runder Raum, in der Mitte der Synagoge gab es einen erhobenen Platz, wo das Wort Gottes aus dem Gesetz und aus den Propheten verkündet wurde. Das war für den Juden das Zentrum, die Verkündigung der Weisungen Gottes. Das war der Mittelpunkt. Das haben sie ganz heilig gehalten. Und jetzt sitzt da in der Synagoge ein Mann mit einer verdorrten, mit einer verkrüppelten Hand. Und es ist schon verdächtig, dass hier ausdrücklich dabei steht, die Frommen, die haben nur gelauert, Jesus aufgelauert. Was macht er jetzt? Wird er das Sabbatgebot brechen? Wird er den heilen? Lebensgefahr bestand ja nicht bei einer verkrüppelten Hand. Das kann ja keiner behaupten. Und dann schaut Jesus sie der Reihe nach an, voller Zorn und gleichzeitig auch voller Trauer über ihr verstocktes Herz. Und dann sagt er zu dem Mann mit der verdorrten Hand, steh auf und stell dich hier in die Mitte, an den Platz, wo normalerweise das Wort Gottes verkündet wurde. Und durch diese Zeichenhandlung, die Jesus da vollzieht, dass der sich in die Mitte stellen soll, da wird schon deutlich, für Gott steht im Mittelpunkt nicht der Paragraph des Gesetzes. Für Gott steht im Mittelpunkt der Mensch. Und zwar der Mensch auch in seiner Sündhaftigkeit,
Denken Sie an die Ehebrecherin, aber auch der Mensch, der krank war, der Heilung brauchte, der steht für Gott im Mittelpunkt. Und dann kann man noch das Wort dazu nehmen, das Jesus im Abschnitt vorher gesagt hat: Der Sabbat ist für den Menschen da und nicht der Mensch für den Sabbat. Es geht nicht darum, ein Gebot zu erfüllen, sondern der Mensch steht für Gott im Mittelpunkt, dem Gott die Freiheit schenken will. Das ist die Mitte der Weisungen Gottes. Und jetzt stehen sie da und Jesus schaut sie der Reihe nach an, voller Zorn und Trauer über ihr verstocktes Herz. Dann fragt er sie: Was ist erlaubt am Sabbat? Gutes zu tun oder Böses? Ein Leben zu retten oder zu vernichten? Peinlich, die waren in ganzer Verlegenheit. Was sollen sie jetzt antworten? Da haben sie gar nichts gesagt. Aber wie heißt das bei uns? Keine Antwort ist auch eine Antwort. Und Jesus ist traurig über ihr verstocktes Herz. Sehen Sie, das Gebot der Sonntagsheiligung heute ist ja auch in vielerlei Hinsicht angegriffen. Ich kann mich noch gut erinnern an die Diskussionen vor Jahren, wo die Industrie gesagt hat, wir müssen am Sonntag durcharbeiten, wir können uns das nicht leisten, die Maschinen abzustellen. Aber glaub mir, für Gott steht im Mittelpunkt nicht die Maschine, sondern der Mensch. Oder ich denke an die Diskussion, die ja auch hier bei uns immer wieder aufbricht, in den letzten Wochen schon wieder. Soll man am Sonntag die Geschäfte schließen oder soll man nicht die Öffnungszeiten auf den Sonntag ausdehnen? Das ist eine Frage. Aber die Frage ist, steht im Mittelpunkt der Profit oder steht im Mittelpunkt der Mensch, was dem Menschen dient? Das ist wirklich für mich auch eine offene Frage. Aber das ist das Kriterium, nach dem wir entscheiden müssen. Es geht nicht um Profit, es geht nicht um Maschinen, sondern es geht darum, was dient dem Menschen? Wo kommt der Mensch in ein Leben in Fülle, in die große Freiheit hinein? Nun kann man natürlich sagen, kommt Gott da überhaupt nicht mehr vor? Doch, Gott kommt vor. Zum einen kommt er da vor, dass Jesus regelmäßig in die Synagoge gegangen ist. Der hat sich nicht einfach über das Sabbatgebot hinweggesetzt. Der hat Gott die Ehre gegeben am Sabbat. Und Gott kommt auch da vor, dass der Sabbat oder der Sonntag, das dritte Gebot der Sonntagsheiligung, uns einlädt, Gott zu ehren, dass er uns so einen Tag geschenkt hat, wo wir wirklich aufatmen können, wo wir wirklich zur Ruhe kommen können, und zwar alle. Und dass wir Gott loben und preisen, dass er für uns Leben in Fülle will. Aber das dritte Gebot ist nicht dazu da, als Totschlagargument zu dienen. Ich sage nur das Stichwort Todsünde. Ist nicht unwichtig, denn hier heißt es am Ende, die Frommen gingen raus und überlegten, wie sie Jesus umbringen können. Damit schließt das Evangelium. Jesus hat die verdorrte Hand des Mannes geheilt. Ob es ihm gelungen ist, die verdorrten Herzen, die sich verhärtet haben, zu heilen, wissen wir nicht. Amen.